wieder, der Jens, und wir sind wieder bei der Erdgeschichte. Wir waren beim letzten Mal bei der Erdallzeit. Davor waren wir bei der Erdurzeit und jetzt sind wir so ungefähr bei 200 Millionen Jahren angekommen. Ganz genau vor 225 Millionen Jahren. Und die Erdmittelzeit, so nennt sich die, also Erdmittelzeit, ist tatsächlich eine sehr spannende. Viele meiner Fossilien, die ich so im Laufe der Jahre gefunden habe, stammen aus der Erdmittelzeit. Und das zeugt davon, dass sie einerseits wahrscheinlich gut erhalten sind. Da gab also viele Tiere mit Schalen oder festen Gehäusen, aber auch offensichtlich eine Blütezeit der Lebewesen. So, gucken wir doch mal, wie das losging. Also, ich hatte ja letztens gesagt, dass die Erdallzeit zu Ende war. Die endete ja mit dem Perm. Das war ziemlich lebensfeindlich. Nicht zu Anfang war es ja diese Wüstengebiete hier bei uns und dann dieses Meer, was also auch sehr flach war, sehr warm und ständig verdunstete. Da kann man ja auch nicht so richtig als Lebewesen durch die Gegend schwimmen oder so und salziger Boden, da wächst auch nicht so wahnsinnig viel. Aber irgendwann, und zwar im Tertiär, begann das Leben wieder, sagen wir mal, ein bisschen lebensfreundlicher zu sein. Also der Zustand immer lebensfreundlicher zu sein. So, und was passierte jetzt hier? Es gab wiederum Meere hier bei uns, aber Meere, die unfassbar viel Lebewesen beinhalten. Und wenn es im Land war, da gab es einen Baum, den gibt es heute noch. Und das fasziniert mich ja sowieso immer, wenn solche lebenden Fossilien immer noch existieren. Vielleicht hast du schon mal was von einem Ginkgo-Baum gehört. Der sieht so aus, der hat solche ganz komischen Blätter. Die gehen so auseinander und dann wie so ein Herz zusammen. Ja? Und der sieht einfach anders aus als unsere anderen Bäume. Der ist auch anders. Also erkunde dich mal darum, ein Ginkgo biloba zum Beispiel, den gibt es heute noch. Ich weiß, dass Goethe mal einen Ginkgo-Baum in der Humboldt-Universität gepflanzt hat. Ich glaube, davon war mal die Rede. Und meine Eltern zum Beispiel haben auch einen Ginkgo-Baum bei sich im Garten. Und wenn man immer mal guckt, so im Baumarkt, dann kann man sich eventuell mal einen Ginkgo-Baum kaufen zum Einpflanzen. Aber es ist doch irre, dass solche Pflanzen auch heute noch überlebt haben. Nach so vielen Katastrophen, sogenannten Weltuntergängen, wo fast alles Leben verschwunden ist. 90% des Lebens ist also hier am Ende dieser Kreidezeit weg gewesen. Da gab es nichts mehr außer 10%. Und die haben überlebt. Aber kommen wir mal erstmal zu der Erdmittelzeit. Also. Hier gibt es drei Abschnitte, und zwar einmal Trias, dann Jura und Kreide. Das Typische beim Trias, also hier entwickeln sich jetzt die ersten Reptilien im Meer. Die ersten Reptilien und die ersten Saurier. Ah, Saurier, sagt ihr was? Also ich kenne ganz viele Kinder, die wissen 20.000 Sauriersorten oder Arten aus dem Hut, die haben dann Spielkarten und dann kann man ja alle, also ich weiß nicht so viele, aber ich kenne also zum Beispiel der T-Rex, nicht? Also Tyrannosaurus Rex oder wenn du zum Beispiel mal im Naturkundemuseum in Berlin warst, dann hast du diesen Dinosaurier, diesen Riesensaurier als Skelett gesehen. Das hat man irgendwann mal gefunden und sagt, hat das wieder zusammengebaut. Das ist ja irre. Und dann kann man so ungefähr sich vorstellen, wie groß diese Tiere gewesen sein müssen. Also irre. Das waren so die größten Tiere, die da überhaupt jemals auf der Welt gelebt haben, außer jetzt zum Beispiel die Wale. So, also die Riesensaurier. Die Blütezeit dieser Saurier, die gab es allerdings in der Jurazeit. Das ist also eine Zeit danach und das ist zum Beispiel auch die Zeit, wo in den Meeren hier solche Ammoniten rumschwammen. Ja, oder Belemniten, das sind also diese Donnerkeile hier, die übrig geblieben sind. Also in der Jurazeit gab es auch den sogenannten Urvogel. Vielleicht hast du da auch schon mal was gehört oder hast das Bild gesehen. Da gab es also einen Abdruck. Dieser Vogel muss irgendwie
zerquetscht worden sein oder eingequetscht worden sein, vielleicht nachdem er gestorben ist. Und da gab es also so einen Abdruck und der ist, ja, weiß ich nicht, so groß vielleicht, aber ist sehr, sehr gut erhalten und sagt man, ah, das ist wahrscheinlich, wir sagen mal jetzt, das ist der erste Vogel, der jemals auf der Welt gewesen ist. Hat also auch so eine Ansätze von Federn. Diese Federn hatten teilweise auch diese Saurier. Ja, die waren in der Lage, aus ihren Schuppen Federn entwickeln zu lassen. Also Saurier überhaupt sind ja total spannend. Also die gab es ja auch auf der ganzen Welt, also im Wasser, diese Ichthyosauriers, glaube ich, und dann haben wir die Pterosaurus, das sind die, die fliegen konnten mit den gigantischen Spannweiten und dann natürlich die Fleischfresser, also wie T-Rex zum Beispiel oder diese Pflanzenfresser, Brontosaurus zum Beispiel. Und das war also, die mussten sich hier unglaublich gut gefühlt haben. Allerdings muss man vielleicht auch dazu sagen, die haben, waren so erfolgreich, dass sie sehr viel Leben natürlich auch, naja, sagen wir mal, sehr kurz gehalten haben. Unter anderem unsere Vorgänger. Unsere Vorgänger waren Ratten. Oder sagen wir mal wenigstens Nagetiere. Und die haben sich tatsächlich zu Anfang sehr viel in Höhlen aufgehalten. Ansonsten hätten die Saurier sie immer erwischt. Und dann wären die Säugetiere niemals zur Blütezeit gekommen. Ja, also, das war also die Jurazeit. Sehr viel mehr, auch bei uns. Und dann kam die Kreidezeit. Und in der Kreidezeit hatten wir auch wieder hier bei uns ein Meer. Und wir haben aber zum Beispiel am Land die ersten Blütenpflanzen. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel mal in Rügen warst, auf Rügen, da ist bei Kap Arkona, also relativ im Norden, ein Kreidefelsen. Und dieser Kreidefelsen stammt aus dieser Zeit. Caspar David Friedrich hat den mal gemalt. Ja, im Moment bricht immer Stück für Stück davon ab. Also solltest du dir das mal angucken. Ich weiß nicht, ob die Küste von England auch die Kreidezeit war, aber es könnte schon so sein. So, und tatsächlich ist also unsere Schulkreide aus dieser Zeit. Ja, also es ist in der Regel jetzt, ist es Gips sicherlich und dann wird es gemahlen und in Form gegossen. Aber früher hatte man das als echte Kreide. So, Gondwana, und das ist eine schlimme Sache, die da, naja, schlimm, aber offensichtlich passiert da etwas, dass dieser Kontinent zerbricht. Ich hatte ja gesagt, bei der Erdallzeit, es gab zwei Kontinente, Laurasia und Gondwana. Und wir wissen, hier am Ende dieser Kreidezeit, mittlerweile hatten sich schon die Laubbäume herausgebildet, also Nadelbäume waren ja vorher, ne? Das war ja schon in der Erdallzeit. Hier gibt es schon die Blütenpflanzen und Laubbäume. Da knallt ein ziemlich großer Asteroid auf die Erde. Also er trifft die Erde und verursacht ein Massensterben. Also man hat immer gesucht, wo ist denn das passiert? Weil es gab keinen Krater. So richtig hat man das nicht gefunden. Es gibt bestimmte Krater, aber die waren zu anderen Zeiten wahrscheinlich entstanden. Und jetzt, naja, das ist noch nicht so lange her, weiß man, der ist wahrscheinlich in der Nähe von Mexiko runtergegangen und hat also dort eine, ja, gigantische Flutwelle, ein Tsunami entwickelt. Also der muss 400 Meter hoch gewesen sein und der jagte mehrfach um die Erde rum und überschwemmte natürlich große Gebiete. Dann ist die Erde verdunkelt, also die Sonne verdunkelt worden. Demzufolge wurde es kalt, es wuchs nicht mehr so viel. Die Saurier hatten nichts mehr zu fressen und starben. Und sie starben tatsächlich aus. Heutzutage gibt es zwar immer noch so ein paar Theorien und sagt, man, vielleicht gibt es die ja doch noch. Dann sind nämlich die Nachfolger von den Sauriern bei uns im Garten. Nämlich unsere Vögel. Und was ist danach passierte, das hörst du in der nächsten Serie. Also freu dich darauf, dann geht es nämlich um die Erdneuzeit. Bis dann, herzlich, dein Jens.